Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Collection-Update. Und ja, da will ich euch heute ein paar Sachen zeigen bei verschiedenen Händlern, denn es hat sich die letzte Woche so einiges getan. Und dazu bin ich jetzt schon einmal hier im Vorgebirge des Hügellands. Und zwar sind wir hier oben einmal in, ich zeig's mal hier, Vorgebirge des Hügellands. Und da sind wir auf den Koordinaten 44, 46. Es ist nämlich seit, Montag das Geburtstagsevent, 10. Geburtstag von World of War, nee, 10. sage ich, 17. Geburtstag, so, sorry. Also auch hier 17% mehr Ruf und auch 17% mehr EP, was ganz praktisch ist. Und dazu gibt es einen Händler, den gab es beim 15. Geburtstagsevent schon. Die letzten beiden waren irgendwie nicht da, da hat er rumgebackt und Blizzard hat den jetzt anscheinend gestern oder so gehotfixt. Und dementsprechend kann man den jetzt wieder benutzen und dort kann man ein bisschen T-Mog-Sachen holen, die man sonst nicht kriegt. Also falls euch die auch noch fehlen, würde ich euch empfehlen, dass ihr da hingeht. Und zwar ist der einmal Welt unter Weltereignisse, der 15. Geburtstag und dann haben wir hier den Verkäufer. Der hat verschiedenste Sachen. Und zwar hat er für jede Rüstungsklasse zwei Items, ne? Also ich habe hier zwei Lederteile, dann hat er noch ein paar Umhänge, ein paar Waffen und Schildhandgeschichten. Also da kann man sich das ein oder andere kaufen. Für Twinks, die leveln sogar gar nicht schlecht. Das hat nämlich halbwegs Item-Level auf Max. Level ist es 164, aber beim Twink, wo ich gelevelt habe, ist es halbwegs gut. Das Zeug kostet Ehrenabzeichen und ein bisschen Timewalker-Marken, aber wirklich sehr, sehr wenig. Also das kann man sich easy holen. Gut, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, was ich hier noch brauche. Wir brauchen einmal noch die Handgelenke. Dann haben wir hier zweimal einen Umhang, den ich noch brauche. Einmal einen Gürtel brauchen wir noch. Und ihr seht, hier hinten sind noch ein paar Schildhände. Die holen wir uns selbstverständlich auch noch. Und damit haben wir alles für den Druid. Ich war vorhin schon mit einem Kettenchar hier. Und ich war vorhin mit einem Stoffchar schon da. Und habe mir da das Zeug geholt. Auf dem Zweit-Account habe ich dann noch zusätzlich einen Plattenchar. Da werden wir uns dann halt auch nochmal hier wiedersehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Nehmen wir das Legendary. Muss bloß schauen, dass ich nichts von meinem Main Gear verkaufe, ne? Da bin ich immer ein bisschen. Ah, schau mal, da wäre schon knapp gewesen, weil der Umhang hier fast so aussah, ob es eines von meinem Main Gear ist. Gut, also das kann weg. Das kann auch alles weg. Das ist irgendein Low Stuff. Gut, so viel dazu. Also den Händler wollte ich euch einfach zeigen. Da werden wir jetzt dann gleich mit meinem Plattenschar auch noch den Rest kaufen. Jetzt porten wir uns aber noch raus, denn ich wollte euch noch zwei, drei andere Sachen zeigen. Und, also bevor wir auf die Collection-Geschichten ein bisschen näher eingehen. Eine andere Geschichte, die vielleicht für den einen oder anderen Collector auch noch interessant ist, ist ein kleiner Anima-Trick. Den hatte ich ja, ich glaube, gestern oder vorgestern im Video schon gezeigt gehabt. Um es vielleicht nochmal kurz so ein bisschen aufzugreifen. Es gibt im Moment eine Möglichkeit, dass man quasi mit Twinks lostigert. Und oder mit einem Trial-Char. Trial-Chars sind jetzt übrigens auf Stufe 50 für alle Leute, die T-Mox mit Trial-Chars sich holen möchten oder andere Geschichten mit Trial-Chars machen wollen, ist jetzt ganz praktisch auf jeden Fall. Und zwar kann man sich bei dem Händler ja ein Item kaufen, um auf Ruhm Stufe 40 zu kommen. Das kannst du auch mit einem Trial-Char kaufen. Dann erstellt man sich den Trial-Char, geht einmal hier zu dem Kollegen hin und kauft sich das Ding für 500 Gold. Und das Praktische an der Geschichte ist, man kann dann alle Pakte einmal durchswitchen und wenn du auf Stufe 40 kommst, kriegst du jeweils 1000 Anima als Belohnung über hier diese Ruhmaufstiegsdinger, ne? Also bis Stufe 40. Heißt, du kriegst 4000 Anima, das kannst du einfach einlagern, gehst dann zu dem Typ zurück, kaufst das Anima Ding hier raus und kannst 4000 Anime auf dein Main schicken. Dauert so 8 Minuten mit hin und her fliegen, Pakten switchen und allem. Also das geht halbwegs zügig. Und ist eigentlich eine sehr, sehr gute Quelle, um schneller an Anima zu kommen. Man muss halt 2000 Gold ausgeben, erstellt sich halt die Testchars oder wenn man noch ein paar andere Chars hat, die jetzt noch nicht alle Covenants durch hat, kann man das relativ fix durchballern. So, und eine andere Geschichte, die ich auch schon in dem Video gezeigt habe, wo ich jetzt aber hier nochmal ein bisschen aufgreifen will, ist die Geschichte, dass man sich Anima, dass man sich Anima-Belohnungen jetzt bei den verschiedenen Pakten auch Rüstungsklassen unabhängig kaufen kann, zumindest abwärts. Also ich kann als Lederträger tatsächlich mir auch Items kaufen bei den anderen Pakten, die nicht Leder sind, sondern Stoff und kann die erlernen für meinen Transmog, ne? Und das werden wir jetzt auch noch machen. Ich habe mir schon einiges bei den
Nightfee gekauft mit meinem Main. Ich hatte ja, also die Geschichte ist, Anima kann man ja jetzt frei rumschicken, ne? Also ihr kriegt quasi mit, ach Mist, ich hätte das Anima mitnehmen sollen, merke ich gerade. Moment, wir müssen nochmal umdingsen. Ich habe nämlich nur 15.000 Anima hier im Reservoir. Ich weiß nicht, ob das lang wird. Wir müssen nochmal kurz zurück. Moment. Dahinter. Und zwar ist es ja so, dass man sich Anima hin und her schicken kann. Easy, ohne Probleme, was ich euch ja gerade erklärt habe. Aber die dankbaren Gaben kann man ja nicht weitergeben. Und ich habe mit dem Main noch so, ja, lass es so 400, 500 dankbare Gaben hatte ich noch. Und ich habe ja alles Ledertransmog schon, was man kaufen kann für dankbare Gaben. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass man sich Stoffgier als Lederer auch kaufen kann. Und dementsprechend, ja, kann ich mit Main quasi meine dankbaren Gaben auf den Kopf hauen. Ich muss jetzt nochmal zurückswitchen. Das Einzige, was jetzt ein bisschen dumm war, ist, sind wahrscheinlich meine ganzen Missionen weg. Ja, ja gut. Die hätte ich vielleicht vorher noch abgeben sollen, aber wie, also, ne, die Missionen, so viel Gold kommt ja nicht rum. So, wir kaufen uns jetzt einmal da oben das Zeug raus. Wenn es nämlich bei euch genauso ist, ne, dass ihr einiges an Anima rumliegen habt. Warte mal, machen wir mal, nehmen wir mal 50.000 mit, oder? Also es müsste easy reichen, ne? 50.000, dann switchen wir zu den Vent hier und dann flattern wir da mal rüber und gucken mal, wie viel ich mir noch kaufen kann. Ich habe nämlich, wie gesagt, bei den Nightfee, Moment, ich glaube, ich laufe die ganze Zeit falsch rum, ne? Hier könnte man wahrscheinlich, wenn man so rumrennt, schneller sein. Ah ja, Oriboss, eine Qual, ich sag's euch, sieht alles gleich aus. Ich hatte nämlich so 250 oder so bei den Nightfee rausgehauen, um mir da alles zu kaufen. Dann hatte ich noch einen Twink, da hatte ich auch nochmal so 100 dankbare Gaben. Da habe ich mir die Hälfte von dem Stoffzeug bei den Kyrianern noch geholt. Und jetzt muss ich halt gucken. Ich kann mir jetzt ein bisschen was bei den Vent hier noch kaufen, beziehungsweise bei den Necrolords werde ich mir dann auch nochmal das ein oder andere holen, aber das wird leider nicht reichen, dass ich mir da alle Pakte kaufen kann. Jetzt machen wir hier mit dem ein bisschen Ventier-Gedönse noch, hätte ich gesagt. Und dann gucken wir weiter. Warte mal, wo ist die Paktzentrale? Da oben. Gut, während wir da jetzt hinfliegen, können wir mit dem Worry hier das Zeug noch holen. Und zwar, ich stehe jetzt auch wieder hier oben bei dem AV-Timewalker-Händler. Und bei dem Warrior, Moment, bräuchte ich noch diese Timewalker-Marken? Ich glaube, ich habe mir vorher, wenn ich clever war, noch ein paar rüber geschickt. Ah ja, okay, da sind sie. Und der hat hoffentlich auch Timewalker-Marken. Ja, 300 hat er. Das müsste easy reichen. Und zwar haben wir da jetzt noch ein Plattenteil, noch ein Plattenteil und ich glaube ein Schild war auch noch. Ja, wunderbar. Damit müssten wir jetzt das komplette Gear einmal eingetütet haben. So, dala. Gut, das ist alles soweit schlechter. Dann können wir das verkaufen. Ah, warte mal, was habe ich denn da für eine Hose an? Ah, seht ihr, da ging schon mal ein T-Mog-Ding schief, wie ihr seht. Also da habe ich mir irgendwann mal anscheinend ein T-Mog-Teil gekauft und mein Main-Gear verkauft, ne? Also, es kommt nicht von ungefähr, dass ich immer so rumtue. Es passiert mir andauernd, dass ich da irgendwie das verkacke, ne? Ja gut, egal, das hauen wir weg, das brauchen wir nicht tatsächlich. Dann schicken wir dem Main mal die Marken wieder zurück. Ich habe ja letztens ein paar ausgegeben. Und zwar habe ich 2000... PvP-Marken auf den Kopf gehauen und ja, da ist einiges an Gear rumgekommen und ich würde sagen, wir schauen uns mal so grob in die Liste hier rein. Ich habe die schon ein bisschen fortgeschrieben. Das ist jetzt hier ein bisschen komisch, ich habe manche Sachen auch dick Minus drin, hat so ein bisschen den Hintergrund, dass hier die Seite Data for Azeroth, wo ich immer dieses die Daten quasi rausnehme, jetzt hier ihr Layout ein bisschen geändert hat und die ja, Sachen geändert haben, hier in der Reihenfolge, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich muss es halt bloß aufpassen, dass ich es richtig eintrage. Aber sie haben zwei Sachen getrennt. Und zwar einmal die Heldentaten. Einmal in Legacy Achievements und in Feast of Strengths. Ne? Also wie es auch quasi in-game geteilt ist, wo du dann einmal die Heldentaten klassisch hast. Und ja, jetzt ist es halt ein bisschen blöd für mich. Ne? Muss mal gucken, wie ich das dann genau noch mache. So, dala. Jetzt würde ich sagen, gucken wir das mal kurz durch. Ich bin ja nebenbei noch am Fliegen. Ich habe hier bei den Completion irgendwas Score sind wir um 2983 Punkte hoch. Das ist relativ viel, also ich glaube sogar das meiste, was ich die letzten Wochen nach oben gebracht habe. Bei den Achievement Punkten haben wir 10 plus. Ehrlich gesagt habe ich keine 10 plus gemacht. Das liegt einfach wieder nur daran, weil ich halt Covenant hin und her switch und das halt leider immer noch buggt. Dann Feast of Strength habe ich jetzt mal nichts eingetragen, weil da muss ich meine Tabelle komplett neu machen.
Das mache ich, glaube ich, mal am Wochenende oder so. Da habe ich jetzt einfach mal 0 drin, weil ich, ja, da muss ich halt das Zweierlei aufteilen. Dann Mounts haben wir nichts neu. Wobei doch, ich habe ein neues Mount von dem World Boss, aber das ist hier noch nicht in dem Update drin. Ja, das kommt dann wahrscheinlich im nächsten mit rein. Pets haben wir auch zwei neue. Unter anderem ein Pet vom Event. Wo das andere her ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Pet-Score habe ich 8+. Ich habe die Pets noch nicht abgegradet. Die muss ich nur upgraden, genau. Stimmt. Titel haben wir next plus gemacht. Reputations haben wir eine plus gekriegt. Das war letzte Woche Time Walker Event. Warlords of Draenor. Da habe ich die letzte Warlords of Draenor Fraktion mit meinem Hordenschau hochgebastelt. Rezepte sind 29. Habe ich eins vor Mal gekauft. Das meiste sind so Forschungen, die ich versuche jeden Tag zu machen. Mit meinem Shami mache ich die Forschungen und mit meinem Hexer. Da hat der eine, hat glaube ich Schneider, und der andere hat Juwel, ne? Da bin ich immer so ein bisschen dran. Und mit dem Mage, da habe ich noch Alchi, da kann man alle 3 Tage so eine Forschung machen. Quests haben wir 18 plus gemacht, keine Ahnung, was das für 18 Quests sind. Habe ich jetzt nicht gezielt was gefarmt. Toys haben wir auch 2 plus gemacht. Ich habe vom World Boss, vom Geburtstagseventen Toy gekriegt. Und nochmal eins aus einer Paragon-Kiste tatsächlich. Appearance haben wir richtig dick plus gemacht, 2275. Das liegt wie gesagt daran, ich habe 2000 Ehrenabzeichen rausgehauen und durch die Ehrenabzeichen haben wir einen Haufen Appearance gekriegt. Ich habe 5 Stunden lang habe ich gebraucht, die Ehrenabzeichen auszugeben, also 2000 Ehrenabzeichen auszugeben, 5 Stunden lang. Einfach Ewigkeiten. Ich habe das zusammengeschnitten zu einem Video, das ist trotzdem noch 2 Stunden lang. Also ich werde nie wieder 2000 Ehrenabzeichen am Stück kaufen, ich war danach so heise auch. Schwerer Fehler. Ich habe noch ein paar rumliegen. Ich habe noch, glaube ich, so 3000 und ein paar zerquetschte rumliegen. Aber wenn ich das nochmal in der Aufnahme mache, dann werde ich wahrscheinlich maximal 1000 machen, weil das wird dann auch schon 2,5 Stunden oder so gehen, ne, wenn es ähnlich lang ist. Dann habe ich nochmal einen Char auf Max-Level gespielt. Ne? Also habe ich jetzt 21 Chars auf Stufe 60. Dann Old-Score haben wir um 8 plus gemacht. Ich habe mit ein paar Chars den World-Boss umgehauen und die Quest gemacht. Da gibt es dann auch immer ganz gute EP. Da sind ein paar Chars Level aufgestiegen. Und diese Woche 4 Ehrenstufen haben wir nur gemacht. Ich war ein bisschen vorgeschädigt von letzter, ne, wo wir das Kinderspiel gefarmt haben. 26 Ehrenstufen, das war eine längere Geschichte. Und jetzt sind wir übrigens auf Ehrenstufe 800. Relativ schöner, glatter Wert. Und ehrenhafte Kills haben wir halt 730.000. Also haben wir auch 1400 irgendwas plus gemacht. Also das ist ganz gut. Gut. Hier unten habe ich noch nichts eingetragen. Das machen wir dann gleich. Jetzt würde ich erstmal sagen, schauen wir kurz zu meinem Main, der ist jetzt einmal gelandet. Und jetzt wollen wir uns das mal angucken mit dem Händler. Und zwar, dass ich es jetzt auch hier nochmal zeige. Ich kann jetzt hier quasi reinmachen, alle. Und dann können wir hier das Stoffzeug kaufen. Und zwar, ihr seht, also, Moment, das ist, ja genau, das kann ich nicht lernen. Das holen wir uns jetzt einfach mal. Das ist ein Stoff-Item, das ist ein Kette-Item, das macht wenig Sinn. Platte. Das haben wir nochmal ein Stoff-Item. Achso, ich hätte das Zeug noch lernen sollen, ne? Hier ist nochmal ein Stoff-Item. Platte. Stoff haben wir hier. Jetzt wird es dann bald ein bisschen eng. Noch ein Stoffteil. Naja, eins können wir noch kaufen. Vielleicht muss ich dann doch nicht alles lernen. Platte. Ah ja, doch. Okay, also hier wäre noch was. Und ich kann jetzt einfach hier auf die Teile klicken, ihr seht. Ich kann dir das Stofftransmog lernen, obwohl ich mit meinem Druid da bin, ne? Was aber halt nicht geht, ich kann es nicht andersrum machen. Also ich kann jetzt nicht mit einem Stoff Ledersachen kaufen oder Platte, weil man nach oben nichts kaufen kann. Ich kann jetzt mal zeigen, ich kaufe jetzt hier so ein Plattending, ne? Wenn ich das lernen will, geht nicht, ne? Also da habe ich keine Kenntnis. Ich hoffe, dass das Blizzard das fixt, dass man einfach kosmetische Items mit allen Rüstungsklassen alle holen kann. Das wäre es halt wesentlich easier. Dann könnte man halt auch mit Main easy das Zeug farmen, aber ich sag mal so, ich bezweifle, dass Blizzard da irgendwas machen wird, ne? Jetzt muss ich mal schauen, wie viel Ding ich noch habe. Ich habe jetzt noch dankbare Gaben 84, also ganz alles wird wahrscheinlich eng werden tatsächlich, aber zumindest ein paar. Und das Schöne ist, das Anima kann man ja jetzt mitnehmen, ne, zu jedem Covenant oder auch zu Twinks. Also das ist auf jeden Fall eine feine Angelegenheit. So, 15.000 müsste jetzt erstmal reichen. Dass man die nicht alle auf einmal lernen kann, das wäre halt wesentlich angenehmer, ne? So, jetzt kaufen wir uns die restlichen Stoffdinger noch. Hier hatten wir noch eins. Obwohl, vielleicht reicht das doch nicht, ne? Ja, jetzt habe ich eh dann... Ja, Mist, ich habe keine dankbaren Gaben mehr.
kosten alle 30 hier hinten. Schade. Ja gut, okay. Aber zumindest die beiden können wir uns noch holen. Dann schmeißen wir jetzt hier mal noch ein paar Dinger rein. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal die restlichen Sachen hier noch kurz durch. Weil ich brauche meinem Nightfee eh nicht so viele, so viel Anima. Ich glaube, hier muss ich noch irgendwann tatsächlich Sanctum ein bisschen upgraden. Das hatte ich ja schon auf Max gemacht. Ah ne, das Reisenetzwerk habe ich auch schon auf Max. Ah, okay, dann brauche ich hier doch kein Anima mehr. Dann soll ich das vielleicht mal lieber uneingelöst lassen, tatsächlich. Ja gut, okay. So, dann gucken wir jetzt mal hier das Ding noch durch. Ich habe nämlich hier auch ein paar Sachen wegbekommen. Und zwar einmal, gut, nee, in Classic haben wir nichts weggekriegt. Ihr seht, einmal ist hier Wrath of the Lich King rausgeflogen. Ich habe nämlich endlich das Ochsenherz aus ICC bekommen. Das hatte ich auch noch gefarmt gehabt. Und ich hatte in Legion endlich die 5-Mann-Instanz. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, Violette Festung heißt es in Wottel. Ich weiß gar nicht, ob es in Legion auch Violette Festung heißt. Aber ihr wisst, welche Instanz ich meine, die ich halt da immer gefarmt habe in Dalaran. Den Laden. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier irgendwo drin ist. Legion. Wahrscheinlich habe ich es jetzt schon überblättert. Doch, Sturm auf die Violette Festung heißt das. Ah, okay, da haben sie dann einfach noch einen Sturm davor gebastelt. Genau, also die habe ich zum Glück jetzt auch fertig. Die Woche war ich jetzt noch nicht bei Imuna, beziehungsweise bei Xavius. Das müsste ich dann noch schauen. Beziehungsweise, ah, warte mal, ich müsste auch gucken, was für ein World Boss am Start ist. Ich brauche, glaube ich, zwei World Bosse in Legion. Die einmal im Hochberg sind. Mal schauen, ob einer am Start ist. Nein, wir haben hier den Drachen als World Boss. Schade, den brauche ich leider nicht. Genau, sonst ist jetzt halt einiges dann auch noch unter PvP rausgeflogen. Da hatte ich mir ja einiges gekauft, aber das gucken wir uns besser, denke ich mal, noch im Account-Modus an. Was ich dann noch zusätzlich gemacht habe, ist ja gerade hier unter den, ach nee, das ist den Reiter, habe ich jetzt hier gar nicht, weil ich alles fertig habe. Da gibt es noch einen extra Reiter, wo ich jetzt quasi beim 15. Geburtstag das ganze Zeug jetzt eben gerade gekauft habe. Und bei diesem Doomroller, da war ich auch schon aktiv, das Mount habe ich mir da geholt, beziehungsweise die ganzen T-Mog-Sachen. Aber jetzt tragen wir das mal kurz einmal hier in die Liste mit unten ein, dass wir das drin haben. Ich bin jetzt bei hier 1588. Und das sind 97,88%. Und dann schalten wir mal um auf den Account-Modus, weil da habe ich, wie gesagt, wesentlich mehr gemacht. Vor allem mit dem ganzen T-Mog-Gedönse. Genau, da sind wir jetzt bei 47.424 und das sind 72,37%. Und da seht ihr schon, da hat sich einiges getan. Und zwar, gut, hier sind es nur 65 Sachen, das ist nicht viel, 0,09%, aber hier haben wir 5000 Punkte rausbekommen. Es sind halt 2000 irgendwas T-Mog-Teile über die PvP-Marken gewesen und dann ist es ja so, dass die einmal unter PvP gelistet sind, dann vielleicht nochmal in Außenbereichen bei den Händlern, also die sind halt mehrfach drin und wenn dann natürlich so viele Sachen rausfliegen, dann geht natürlich richtig was, ne? Da sind wir von 52.000 auf 47.000 runter, das ist natürlich schon ein ordentlicher Sprung. Und da können wir auch nochmal kurz reingucken bei den PvP-Teilen und ihr seht schon hier, Burning Crusade ist jetzt ein Item nur noch drin, das ist leider buggy, das ist ein PvE-Item aus PDOK, das nur ein Hordler tragen kann, keine Ahnung warum das da drin ist, ist halt einfach falsch drin, ne? Das muss ich mir halt irgendwann nochmal durch PDOK holen. In Cutter sind jetzt nur noch Items drin, die man über gewährte Schlachtfelder kriegt. Das sind so Classic-Items, wo man ein Rating braucht. Ich glaube, 1800er Rating brauchst du im RBG oder halt den alten Classic-Titel. Nur dann kannst du kaufen. Und das habe ich halt leider mit den Twinks nicht. Ne? Mit denen mache ich keine RBG oder habe auch nicht die Classic-Titel. Aber irgendwann muss ich halt RBG mal nachfarmen. Und Wottel ist komplett rausgeflogen. Ah, wollte gerade sagen, Wottel war komplett raus. Und MOP habe ich mir eigentlich alles geholt, bis auf die Plattensachen, also Todesritter, Krieger und Paladin sind da noch drin. Aber das sieht gut aus. Also ich brauche jetzt noch ein bisschen was MOP, die Plattensachen, dann Draenor und Legion komplett. Und BFA ist da nicht viel und Shadowlands ist auch nicht mehr viel. Also das dickste Brett wird halt Legion und Draenor noch werden. Ne? Mal gucken, da werde ich dann nochmal ein paar ausgeben. Und das andere jetzt hier bei dem Geburtstagsevent. Ist da noch ein Ketten-Item drin? Jetzt muss ich mal, daten wir das mal nochmal ab. Eigentlich habe ich mir das vorhin geholt. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal hinfliegen muss.
Ja gut, eventuell habe ich es verkackt. Dann muss ich nachher mit meinem Kettenschar nochmal hinflattern. Und hier beim Doomrawler habe ich jetzt auch alle Tremok-Teile bis auf eine Schusswaffe. Da muss ich jetzt halt die nächsten Wochen mit meinem Hunter noch farmen. Aber die anderen Sachen, auch dieses diese Axt, die relativ selten anscheinend sein soll, die habe ich auch schon bekommen. Na, mal gucken, dann fehlt quasi nur noch hier die Schusswaffe. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch mit dem kleinen Collection-Update. War jetzt doch einiges an Gedöns. Wie gesagt, die anderen Sachen hatte ich auch schon, auch das mit dem Anima ausführlicher in einem anderen Video gezeigt. Und mit den Ehrenabzeichen, wenn ihr das nochmal ausführlich sehen wollt, habe ich auch ein Video zugebastelt, 2 Stunden lang. Wenn ihr sich das reinziehen möchte, wie ich da tausende von PvP-Sachen erhole, kann das gerne tun. Hier nur die kurze Erwähnung. Gut, dann sind wir hier soweit durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.